Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie gestern bereits im 100er Special in Anführungsstrichen angekündigt, geht es heute weiter mit dem EJ6. Es geht weiter mit den ganzen Rostproblematiken, die er hat, und zwar einmal hinten am Radlauf Fahrerseite. Unterm Kotflügel hat er ein bisschen was gehabt und vorne unter den beiden Kotflügeln. Honda-typisch natürlich, da gammeln sie alle. Und ja, ich werde das Ganze jetzt vorbehandeln, das heißt, ich werde noch einmal mit der Drahtbürste richtig drüber rutschen, sodass das Ganze nochmal ein bisschen abgetragen wird, die Oberfläche, und wir den ganzen Rost zu sehen bekommen. Und es sind manche Stellen hinten am Radlauf, da muss hinterher mit Haftstahl am besten gearbeitet werden, oder es muss der ganze Radlauf umgelegt werden, muss man dann hinterher entscheiden. Stellen jetzt noch mal drüber gegangen, und wie man sieht, schöner wird es nicht. Also ich hatte das ja schon mal abgeschliffen, und der andere Radlauf hat diese Problematik gar nicht. Es ist nur der hier, weshalb eben dieses Kantenumlegen vielleicht am sinnvollsten wäre, zumal das vorsorglich vielleicht, wenn man irgendwann mal tiefer fährt oder größere Felgen, sowieso am sinnvollsten ist. Ich werde jetzt auf jeden Fall mit Rostumwandler dran gehen, ja, und zwar Moment. Und zwar nicht dem Zeug zum Sprühen, sondern dem Zeug hier, ist auch von Presto, ist genau das gleiche wie das, was man zum Sprühen kaufen kann. Bloß dafür brauche ich jetzt einen Pinsel, entsprechend auch die Handschuhe hier. Und ich werde jetzt einfach mal loslegen, und dann würde ich sagen, ich stelle euch wieder beiseite und dann lege ich mal los. Sehr gespannt, wie das Ganze seinen Dienst tut und ob meine Vorbehandlungen, die ich ja beim letzten Mal schon gemacht habe, geholfen haben oder hilfreich waren, weil ich habe jetzt nur versucht, ob noch ein bisschen was mehr runterkommt, eben mit der Drahtbürste. Dem war nicht so, und ja, ein bisschen was ist auch auf den Lack gegangen am äußeren Rand des Radlaufs. Ist nicht schlimm, weil der ganze Radlauf dann am Ende wahrscheinlich sowieso neu lackiert wird. Homemade Style natürlich, von daher einfach mal abwarten, in 6 bis 8 Stunden soll das Ganze lackierfertig sein. Schauen wir mal, und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Am vorderen Kotflügel lässt sich sehr gut diese Rostproblematik erkennen. Das Ganze habe ich jetzt schon vorbehandelt, nochmal, also nochmal abgeschliffen, und ich werde das Ganze jetzt sauber machen und dann nochmal mit Rostumwandler drauf, und dann hoffe ich, dass das alles sehr sehr schick wird, wenn es dann fertig ist. Und auch hier oben, denke ich, werde ich nochmal dran müssen, denn auch diese Stelle ist ein bisschen unschön, und hier vorne, da muss ich aber gleich nochmal gucken in Ruhe. Ich stelle euch jetzt erstmal beiseite und bitteschön.
be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, yeah. I'll be here for I the travel night. Travel far, moving with the seasons. Go to Panama, then up to Ibiza. Didn't take that long, had no time for weeping fingernails. Ja, und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite, allerdings ohne Kamera. Ja, die andere Seite vorne ist gemacht, aber man sieht jetzt hier hinten am Radlauf schon, was das Ganze hier tut. Und zwar färbt es das Ganze schwarz, greift natürlich dann den Rost an und man kann das Ganze dann hier später schon mal mit Rostschutzgrundierung grundieren. Was natürlich dann zeitnah auch passieren wird. Warum ich das Ganze zeige oder warum ich das Ganze mache, hat folgenden Hintergrund. Und zwar bringt dir das geilste Auto nichts, wenn die Basis nicht stimmt. Also ich habe das bei vielen Leuten gesehen, die dann ihre Autos schlachten mussten, weil vorne irgendwas durchgegammelt ist, hinten irgendwas durchgegammelt ist, was man vielleicht am Anfang nicht gesehen hat, aber von dem man hätte vielleicht ausgehen müssen irgendwie. Also gut, dass das vorne bei den Civics so schlimm ist, wusste ich persönlich auch nicht, aber oftmals ist dann so, die Karren rosten einen unterm Arsch weg und man hat weniger Spaß dran, als man dann irgendwie möchte. Muss die Karre schlachten oder irgendwie teuer instand setzen oder. Damit ihr auch einfach versteht, dass sowas auch ein Projekt mit oder bei einem Projekt mit dazugehört und vielleicht der ein oder andere sich ein Beispiel nimmt oder keine Ahnung, vielleicht das Ganze motiviert, selber mal an seinem Civic zu gucken, was da an Rost ist und was man dagegen tun kann. Ja, einfach damit man lange Spaß am Auto hat oder Spaß mit dem Auto hat. Und falls ihr das Auto dann irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr auf einem Treffen seht, dass ihr eben wisst, wie viel Arbeit da auch mit reingegangen ist. So, jetzt ist noch eine Sache zu tun und zwar kommt an dem Coupé natürlich auch eine neue Abgasanlage drunter. Ich habe den Original EJ6 Mittelschalldämpfer abmontiert. Ich habe euch, glaube ich, schon mal mitgeteilt, die Kiste hatte keinen Cut. Also normalerweise beim D16 Y7 ist im Krümmer der Cut drin und entsprechend hat das Coupé einen längeren Mittelschalldämpfer. Mit dem B16 Swap ist der Cut rausgeflogen. Na gut, da er eh keinen TÜV mehr hatte, war es auch weniger schlimm. Aber jetzt kommt eine EJ9 Abgasanlage drunter mit EK4 Cut und einem D16 Y8 Krümmer aus dem Del Sol, weil der hat nämlich einen Krümmer ohne Cut. Entsprechend muss da noch ein bisschen was vorbereitet werden. Ich zeige euch jetzt mal eben kurz was. Und zwar wurde diese Abgasanlage schon mal mit einer Dichtmasse zugeschmiert. Also man sieht das hier, diesen Auspuffbeton. Und den werde ich jetzt noch eben entfernen. Das ist gut, dass ich die Drahtbürsten dabei habe, weil dann kann ich das einmal entfernen, bevor wir das Ganze montieren. Und dann können wir das hinterher wieder schön abdichten. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here for the night. Don't have to think twice, I'll be oh so nice. I have to think twice, I'll be here. Hier sieht man das Endergebnis. Ja, der ganze Apparat ist noch staubig, aber ist wieder sauber. Und entsprechend kann ich mit einem sauberen Mittelschalldämpfer natürlich arbeiten. Der Endschalldämpfer, der drunter kommt, bleibt vorerst der originale EJ6 Endschalldämpfer, weil, ich zeige euch das direkt mal, einmal das Zufuhrrohr leicht anders ist und da hinten in dem Fall das Endrohr länger ist. Und entsprechendermaßen müssen wir uns überlegen, ob wir das Zufuhrrohr verlängern oder nur das Endrohr. Dann müssen wir mal schauen, wenn das Ganze drunter sitzt, was am besten passt oder wie es am besten passt. Muss man dann schauen und ja. Dann würde ich sagen, ich dackel mal nach Hause und dann sehen wir uns gleich wieder. Das war es auch schon wieder mit dem versprochenen EJ6 Video. Wie gesagt, es geht jetzt diesmal ein bisschen um die kosmetische Sache, ein bisschen die Rostbeseitigung vorantreiben. Wieso, weshalb, habe ich euch ja schon im Video erklärt. Warum es nicht mit dem Motor weitergeht an dieser Stelle, ist ganz einfach. Es fehlen noch zwei Motorhalter. Warum die fehlen oder warum wir die noch brauchen, erkläre ich euch dann, wenn sie da sind, damit ihr direkt den Unterschied seht und direkt erkennt, warum wir denn jetzt darauf warten mussten und warum der Motor so, wie er jetzt gewesen ist, nicht rein kann. Aber es sei gesagt, EH6 und EJ6 Motorhalter sind unterschiedlich und auch ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler
Von daher ist das, naja, ein bisschen mehr Gefuckel, als jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre. Nichtsdestotrotz, die kommen nächste Woche. Also dann geht es auch in großen Schritten hoffentlich endlich weiter. Ja, und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!